Eine Region steht auf. Es geht um die Schließung der Outokumpu-Werke in Bochum und auch in Düsseldorf. Rund 1000 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Am Samstag traf man sich zum Solidaritätsspiel, um ein Zeichen zu setzen für die betroffenen Arbeiter. Der VfL empfing die Fortuna aus Düsseldorf. Das Ganze ohne die Nationalspieler, die waren unterwegs. Zudem fehlte Richard Sogutapasu, der wegen eines Magen-Darm-Infekts pausieren musste. Auch der etatmäßige Rechtsverteidiger Slavo Freier wurde geschont. Ansonsten war das zumindest in Halbzeit 1 recht nah an der Stammelf, was Peter Neururer da aufbot. Trotzdem ein früher Schock. Fehler im Aufbau. Erwin Hoffer ist hellwach, legt ab auf den Australier Ben Halloran. Das 0:1 aus Sicht des VfL nach gerade mal 2 gespielten Minuten. Die Gäste aus der Landeshauptstadt also mit dem besseren Start in die Partie. Der VfL vor rund 3600 Zuschauern sichtlich verunsichert. Erwin Hoffer mit der großen Chance zu erhöhen. Glück für Andreas Lute und seine Vorderleute. Hoffer verzieht. Nach einer guten Viertelstunde zeigte sich der VfL. Der Schock vom frühen Gegentreffer war verdaut. Die Hausherren mit einigen guten Möglichkeiten, vor allem aus der zweiten Reihe. In der Mitte hat Ken Ilse viel Zeit und Raum gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden. Man tastet sich langsam, aber sicher vor in Richtung Fortuna-Tor. Eine halbe Stunde gespielt, der VfL mittlerweile das bessere Team und mit einigen guten Möglichkeiten. Jonas Akwistapaze und Ilse im Zusammenspiel. Auf der anderen Seite lauert Christian Tiffert, der bedient Mirkan Aydin, der Ausgleich in der 31. Spielminute und das hoch verdient. Auch die Fortuna versuchte es nochmal in Durchgang 1. Ein Freistoß von Tobias Levels. Der trifft genau den Kopf von Malezas. Andi Lute ist aber auf dem Posten. Es geht mit einem 1:1 in die Kabine. 4 Bochumer Wechsel gab es dann in der Pause. Unter anderem die Premiere für Henrik Gulden, 17 Jahre jung. Der durfte ein bisschen Profiluft schnuppern, kam für den starken Ilse in die Partie. Außerdem wechselte Neururer auch im Tor. Der 19-jährige Felix Dornebusch kam für Lute. Und Dornebusch hatte ordentlich was zu tun. Die Rettungstat gegen Ivan Paurovic. Die Fortuna jetzt wieder das bessere Team. Daran konnte auch Lukas Sinkiewicz nicht viel ändern. Trotzdem ein besonderer Moment an diesem Nachmittag nach fast 9 Monaten Pause. Das Comeback von Sinke. Wir springen in die 63. Minute. Wenige Torraumszenen auf beiden Seiten bis dahin. Dann aber doch der Knockout für den VfL. Ein langer Ball von Levels. Akwistapaze im Duell mit Hoffa nur 2. Sieger. Und wie auch schon beim 0:1, der überlegte Pass auf Halloran, der bedankt sich, hat keine große Mühe. Es steht 1:2. Dabei blieb es dann auch 2 Schnitzer, 2 Gegentore, unterm Strich ein verdienter Sieg für die Fortuna nach diesen 90 Minuten im Zeichen der guten Sache.